Sie ist unser Weight Watchers Coach. Oh. Ihr Ehemann ist gestorben. Oh, das tut mir wirklich sehr leid. Mir nicht. Hallo zusammen bei die Filmfabrik. Heute habe ich eine Komödie mitgebracht. Unterwegs mit Mom heißt der Spaß. Die Mom spielt Barbara Streisand, die schon lange keine Hauptrolle mehr im Kino hatte. Und Seth Rogen spielt eben den Sohn. Und er überlegt sich, nachdem er nämlich auf eine große Reise gehen muss, um sein eigenes Produkt zu verkaufen. Das ist ein biologisch abbaubares Reinigungsprodukt. Muss er einen kompletten Roadtrip quer durch die Staaten machen. Und als er erfährt, dass sein eigentlicher, nicht sein Vater, sondern die große Liebe von seiner Mom, bevor er sie dann seinen Vater kennengelernt hat, in Kalifornien lebt, denkt er sich einfach, hey, da tue ich was Gutes, die nehme ich mit und vielleicht kann sie mir auch noch etwas bei der Fahrt helfen. Dass das Ganze natürlich in einem riesen Chaos endet, könnt ihr euch denken, sonst wäre es keine Komödie und wie das aussieht, seht ihr hier. Was machst du denn, Mann? Alles gut, ich versuche nur mein Hörbuch zu finden. Okay, aber achte lieber wieder auf die Straße, Herrgott, echt. Ich hab schon... Okay. Es heißt Middlesex, ein sensationelles Buch. Es geht um einen Hermaphroditen. Du weißt, Mädchen und Junge. Zwei verschiedene Geschlechter in einer Person. Ja, das weiß ich. Es wurde in Oprahs Buchclub besprochen. Das erklärt alles. Ich habe mich sehr gefreut, Barbara Streisand mal wieder auf der Leinwand zu sehen und ich nehme mir dieses gluckenartige Muttersein auch wirklich ab, dass sie sich immer Sorgen macht. Sohn, trinkst du auch genug? Ich habe hier noch eine Idee, wir müssen was essen. Das funktioniert gut, auch genau das Zusammenspiel zwischen ihr und Seth Rogen als Sohn, das nehme ich tatsächlich ab und das ist dann auch sehr schön zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Leider ist der Film aber gar nicht so witzig geworden. Man hat an einigen Stellen irgendwie so Witze rausgehauen. Da stellt man sich die Frage, soll das jetzt tatsächlich witzig sein? Nee, irgendwie nicht. Und auf der anderen Seite hat der Film auch so dramatische Aspekte, wo man sagt, okay, ist das jetzt ein Roadtrip-Drama oder soll es ein Roadtrip-Komödie sein? Und wenn man sich zwischen beiden nicht entscheiden kann, ist es eben eher so ein Mix aus beidem, der aber gar nicht so funktioniert, weil er ist weder dramatisch noch lustig, sondern plätschert eben ein bisschen her. Dabei hätte man so viel daraus machen können. Es sind so viele Ausgangssituationen im Film, wo ich sage, okay, jetzt wird's witzig, weil da kannst du richtig viel daraus machen. Und es wird aber nicht lustig. Und das ist ein bisschen komisch, denn Seth Rogen und Barbara Streisand haben das Ding sogar selber produziert. Und ihr könnt doch eigentlich was. Habt ihr doch schon oft genug bewiesen, warum hier nicht? Und das ist noch mehr schade. Gibt es eigentlich eine Steigerungsform von schade? Auf jeden Fall ist es echt traurig, denn gerade gegen Ende wird der Film nochmal richtig gut. Also in der letzten halben Stunde gibt es sogar ein paar Emotionen, gibt es sogar ein paar Gags, die vorher in den 75 Minuten einfach gar nicht da waren. Das hat einfach gar nicht richtig stattgefunden, dieser Film. Und am Ende passiert dann doch noch was, wo man zumindest leicht versöhnlich rausgeht, sofern man so lange noch im Kino sitzen bleibt. Das heißt, der Film hatte unglaubliches Potenzial, das hat er leider überhaupt nicht ausgenutzt und deswegen kann man diesem Film eben keine sehr gute Bewertung geben. Wer soll sich den ganzen Film anschauen, sind auf jeden Fall Fans von Barbara Streisand. Insbesondere die, die jetzt keine 500 Euro für eine Konzertkarte für die Konzerte im Juni in Köln und Berlin haben. Allgemein vielleicht auch noch Seth Rogen-Fans oder Leute, die sagen, ich mag Roadtrips, egal ob ich sie selber mache oder im Kino sehe, da kann man auf jeden Fall reingehen. Wer die Filme nicht sich anschauen sollte, beziehungsweise ist ja zum Glück nur einer, sind diejenigen, die sagen, okay, es laufen viele Komödien, ich habe wirklich Lust, was Witziges zu sehen, das ist der einfach nicht. Und die auch beim Trailer schon gesagt haben, okay, ist das wirklich was, funktioniert der? Nein, die witzigsten Szenen sind im Trailer drin und wer da schon sagt, so, das ist jetzt nicht so mein Fall, draußen bleiben. Meine persönliche Bewertung sind heute 4 von 10 Punkten. Das stellt sich übrigens so zusammen, dass die ersten 75 Minuten wirklich eher 2 Punkte sind. Aber der Rest am Ende dann doch schon so seine 7 Punkte wert wäre. Das gibt dann mit der Laufzeit so vermischt dann eben diese 4 von 10 Punkten. Es ist ein sehr unterdurchschnittlicher Film insgesamt. Es gibt ein paar nette Momente, aber die reichen eben nicht, um 8 Euro am Wochenende für eine Kinokarte zu rechtfertigen. Das war meine Review zu Unterwegs mit Mom. Hat sie euch gefallen, auch wenn ich den Film gar nicht so gut fand? Dann gebt mir den Daumen nach oben, weil ihr wisst ja auch, ich finde auch genug Filme richtig toll, die ich euch dann vorstelle. Wenn ihr sagt, nö, finden wir blöd, Daumen nach unten. Hier habt ihr die Möglichkeit, euch noch eine andere Review anzuschauen. Außerdem gibt es ja die Filmfabrik auch noch bei Facebook und Twitter, sowie mich auch bei Facebook, alles in der Videobeschreibung. Und wenn ihr sagt, interessiert uns nicht, wir wollen die nächste Filmkritik sehen, dann bleibt einfach bei dem Kanal, abonniert ihn, denn es gibt bald wieder eine neue Filmkritik hier aus der Filmfabrik mit mir, dem Dominik.